den Plätzen 10 und 12 sich aufgestellt haben. Also Sie sehen schon, liebe Zuschauer, es war reichlich Spannung drin in den beiden Rennen heute und wir werden Ihnen nachher in unserem IDM Paddock Talk natürlich noch ausführlich zeigen, was in den heutigen Rennen geschehen ist. Zunächst begrüßen wir allerdings die ersten beiden Studiogäste am heutigen Abend hier in Assen und da geht es vor allem um das Team Wilbers BMW Racing. Wir haben einerseits den Teamchef, nämlich Benny Wilbers, der zu uns kommt und auch seinen neuen Piloten an diesem Wochenende, nämlich Marco Nekvasil. Die beiden haben schon Platz genommen hier bei uns im Studio und ihr könnt gerne zu uns ranrucken hier an unser kleines Moderationspult. Ich gebe das Mikrofon direkt einfach mal dem Benny als Teamchef in die Hand und Marco, wie gesagt, als neuer Pilot an diesem Wochenende erstmals mit dabei in der IDM mit der Wilbers-Mannschaft. Benny, wie gesagt, Teamchef. Wir fangen mal mit dir an. Bisher in diesem Jahr hast du nur in Anführungszeichen eine Maschine an den Start gebracht. Woran lag das? Das lag daran, dass unser Fahrer, unser fester Fahrer, der Irek Sikora, immer noch nicht wieder gesund ist. Der hatte einen Reha-Unfall, also auf dem Weg der Besserung, doch nochmal wieder einen Unfall gehabt in der Reha. Und so verspätete sich den Einsatz und haben gesagt, jetzt müssen wir spätestens in Assens jemanden dazu holen. Und da ist uns der gute Marco eingefallen, mit dem wir in 2014 schon gekämpft haben um den Meistertitel in der Superstock. Der hat ja gesagt, der ist hier, der braucht dringend ein gutes Training vor dem Einsatz nächste Woche in der Lausitz. Der ist natürlich sehr wichtig für uns als Team, für BMW, für allen Beteiligten. Deswegen haben wir den hier hingeholt. So, jetzt hast du schon gesagt, Marco hier am Start gewesen und natürlich auch Patrick Kosiniak, euer Stammfahrer. Es hätten also zwei Bikes in den Rennen werden sollen, das hat dann aber auch wieder nicht geklappt. Was war denn los? Der gute Patrick, der war etwas motiviert am Freitag im ersten Training und somit hat er dann sich verabschiedet in der dritten Runde. Im ersten Training, also mit wirklich heftigen Folgen, inzwischen operiert, liegt er hier in Assen im Krankenhaus. Wird auch sicherlich noch ein paar Tage bleiben. Für den ist die Saison gelaufen, leider. Jetzt geht es also erstmal weiter mit einem Fahrer. Also das ist schon sicher, aufgrund der Verletzungspause wird vermutlich ans Jahr 2017 für Patrick ein Haken gemacht werden müssen. Leider ja. Das ist natürlich schade, aber vermutlich dann zum genau richtigen Zeitpunkt der Einsatz von Marco. Und da frage ich jetzt auch dich nochmal, denn auch sein Einsatz war zumindest mal heute Morgen kurzzeitig gefährdet, oder? Das Material hat gelitten. Marco ist in einer Top-Situation, was sein Körper angeht und somit hat er das locker weggesteckt. Wir haben ein zweites Motorrad aufgebaut und schon konnte er problemlos die Rennen absolvieren. Dann sei so lieb und reich das Mikrofon mal weiter an den Marco, der wie gesagt hier durchaus mit sehr, sehr viel EDM-Erfahrung, aber natürlich zum ersten Mal in diesem Jahr am Start stand hier in Assen. Marco, wie war es denn bisher an diesem Wochenende? Ja, freue mich natürlich sehr, wieder hier zu sein nach der langen Verletzungspause und ja, ich wollte das Wochenende einfach genießen, wieder ein bisschen in den Rhythmus kommen und ja, war nicht ganz einfach, speziell im Warm-up, der Crash tut mir natürlich sehr leid an das Team, ja, bin an eine nasse Stelle gekommen und war ein ziemlich High-Speed-Crash, aber ja, im Rennen haben wir dann nochmal Kilometer gesammelt und ja, auf jeden Fall blicken wir jetzt positiv nach Lausitz. Wir haben gerade bei deinem Teamkollegen das Thema Verletzungspause schon angesprochen. Das hat ja auch bei dir in den letzten Monaten eine ziemlich große Rolle gespielt, oder? Auf jeden Fall, ja. Der Sturz ins Alter war ziemlich heftig. Habe mich da sehr schwer verletzt und musste auch lange damit kämpfen. Und ja, aber jetzt bin ich wieder topfit und will wieder angreifen. Wie hast du dich körperlich vorbereitet nach so vielen Monaten Zwangspause? Wie arbeitet man sich dann langsam wieder auf den Renneinsatz körperlich hin? Ja, ich musste 2,5 Monate fast ohne Gehen verbringen und gab dann natürlich sehr viel Muskelmasse auch abgebaut. Und ja, dann mit der Physiotherapie wieder angefangen und so hat sich das dann Schritt für Schritt entwickelt. Und ja, ganz frei bin ich jetzt noch nicht, also laufen kann ich noch nicht. Momentan geht das Training nur mit Radfahren. Okay, das ist also immer noch eine Einschränkung. Wie sieht es mit Testarbeit aus vor diesem Wochenende hier in Assen? Hast du deutlich auf der Maschine sitzen können oder war es eher so ein spontaner Start, der wirklich ganz kurzfristig ins Leben gerufen wurde? Genau, ja, das war sehr kurzfristig und deswegen konnten wir auch leider nicht testen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen in der kurzen Zeit. Und ja, deswegen war das für uns hier so ein Test für Lausitzring. Und gab es noch das Gefühl, dass du so ein bisschen eingerostet warst und dich erstmal ein bisschen frei fahren musstest oder ruft man wirklich das ab, was man sonst auch immer macht, wenn man sich in einer, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Saison befindet? Also ich war zweimal in der Langstrecken-Weltmeisterschaft dieses Jahr schon am Start und ja, da habe ich mir ein bisschen den
Winterrost abschütteln können und ja, da ging es eigentlich dann. Wie beurteilst du nach diesem erstmaligen Start in diesem Jahr in der IDM das Niveau in diesem Jahr im Starterfeld? Ja, ist natürlich wie jedes Jahr sehr hoch. Die Dichte ist nochmal vielleicht ein bisschen gestiegen. Markus natürlich legt ein irrsinniges Tempo vor, aber auch dahinter geht es ziemlich rund, ja. Jetzt hast du schon angesprochen, du hast auch viel Erfahrung aus der Endurance-Weltmeisterschaft. Kann man da eigentlich relativ schnell zwischen diesen völlig unterschiedlichen Renntypen hin und her wechseln? Denn es sind ja doch unterschiedliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja, ist schon ein deutlicher Unterschied. Also so eine EWC-Maschine wiegt natürlich deutlich mehr. Die Reifen sind natürlich auch ziemlich anders für Langstrecke ausgelegt und ist schon eine kleine Umstellung auf jeden Fall. Dann würde ich gerne noch an den Benny noch ein paar Fragen loswerden, an deinen Teamchef. Sei so lieb, gib ihm nochmal das Mikro rüber. Benny, wie zufrieden bist du rückblickend jetzt mit dem ersten Einsatz von Marco in diesem Jahr? Ja, da können wir nur mehr als zufrieden sein. Wir haben gesehen, dass er sich im Training und auch im Rennen Runde für Runde, auch wenn es manchmal um nur Zehntel ging, verbessert hat. Man hat gesehen, er hat sich wohlgefühlt und auch den Crash von heute Morgen hat ihm nichts angetan. Und im zweiten Rennen war der im Grunde genommen im Schnitt eine Sekunde vom Podium entfernt. Und das gibt Hoffnung. Und ich weiß, dass er hochtalentiert ist und das wollen wir jetzt mal ein bisschen fördern. Und dann bin ich sicher, dass wir wieder vorne dabei sein werden. Also ich höre schon raus, das ist auch eher eine langfristige Geschichte. Was sind die restlichen Pläne für das Jahr 2017 bei euch? Wir wollen erstmal die IDM zu Ende fahren. Wir haben gesprochen über nächstes Jahr. Wir würden den Marco natürlich gerne für nächstes Jahr behalten. Das soll hier ein Training sein, damit er bis Jahresende auch wirklich wieder fit ist, sich wohlfühlt und dann gemeinsam durch den Winter mit verschiedenen Tests unser Reifenpartner. Der braucht uns genauso für solche Tests, wie wir auch in dem Fahrwerksbereich, sodass wir uns dementsprechend vorbereiten können für nächstes Jahr. Wie ist es denn eigentlich, wenn man dann kurzfristig so zueinander findet für ein Rennwochenende? Gibt es da auch ein paar Barrieren, weil man sich einfach persönlich noch nicht so gut kennt? Spielt auch sowas eine Rolle? Normalerweise schon, aber wir kennen Marco aus 2014. Da war der unser, Entschuldigung, erster Konkurrent in der Superstock. Die hat er gewonnen vor uns. Aber wir haben uns damals auch schon kennengelernt. Wir haben schon Ende 2014 verhandelt, ob wir nicht zusammenkommen können. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es soweit. Okay, ihr kanntet euch und vielleicht hat ihr am Ende dann doch zusammengefunden, was zusammengehört. Vielen Dank an euch, dass ihr vorbeigekommen seid zu unserem IDM Paddock Talk. Benny Wilbers, der Teamchef aus der Wilbers BMW-Mannschaft und sein neuer Pilot Marco Nekwasil, der hier an diesem Wochenende in Assen zum ersten Mal nach einigen Monaten Zwangspause wieder auf der Maschine gesessen hat. Danke an euch, kommt gut nach Hause und der Eddie wird euch dann in einigen Wochen beim nächsten IDM-Lauf wiedersehen. Danke euch. Danke auch. So, Mikro lassen wir hier. Vielen Dank auch an dich, denn wir werden natürlich gleich im Laufe unseres sonntäglichen IDM Paddock Talks noch die nächsten Gesprächsgäste bei uns begrüßen. Möchten aber erstmal noch den Fokus richten auf diesen TT-Circuit hier in Assen. Denn für Motorradsportfreunde ist es aus mehreren Gründen eine ganz, ganz besondere Anlage, gilt als die Kathedrale des Motorradsports. Über 100.000 Zuschauer finden hier Platz. Die Superbike-Weltmeisterschaft ist hier, die MotoGP natürlich auch. Da ist die Hütte komplett voll. Übrigens auch immer wieder viele deutsche Fans, die den Weg finden über die nahegelegene Grenze. Wir sind ja westlich des Emslandes, nur gut 50 Kilometer Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt. Seit 1925 werden hier in Assen Rennen gefahren. Ganz früher übrigens sogar noch über öffentliche Straßen. Fast 30 Kilometer war der Kurs damals lang. Mittlerweile deutlich verkürzt. 1955 wurde eine feste Anlage gebaut, die dann 2006 noch einmal verkürzt wurde und umgebaut auf das heutige Layout von 4,555 Kilometern. Und worauf es auf diesen 4,5 Kilometern ankommt, das hat Luca Grünwald gestern erzählt, als er hier bei uns im Paddock Talk zu Gast war, hat uns mitgenommen auf eine Onboard-Runde und die werden wir Ihnen jetzt nochmal zeigen. Genau, jetzt geht's Startziel runter, fünfter Gang, dann geht's zurück in den dritten Gang, die erste Rechtskurve ist auch leicht überhöht, dann geht's hier raus, meistens noch in den vierten Gang in diesem schnellen Rechtsknick und dann wird es sehr, sehr eng, meistens zurück in den zweiten bei den meisten Bikes. Dann geht es sehr, sehr lange und sehr, sehr eng rechts rum und dann in die erste Linkskurve, die Strum.
auch im zweiten Gang. Und der Ausgang hier ist sehr, sehr wichtig, da danach eine von den längsten Geraden kommt. In dem Moment schalten wir dann durch bis in den fünften oder sechsten Gang teilweise. Und jetzt kommt die Schikane Hüskenhöck, ist das Ganze, glaube ich. Da gibt es zwei Varianten. Wir fahren die langsamere im dritten Gang. Dann geht es aus dieser links wieder nach vorne und in die nächste überhöhte Rechtskurve rein. Das ist auch ziemlich cool zu fahren hier. Und wieder wichtig, dass man hier gut rauskommt zu der nächsten Schikane hinter. Da kommt dann im dritten Gang eine links, die man schon relativ gut erwischen muss. Und vor allem in dieser Rechtskurve ist es sehr wichtig, dass man gut rauskommt, den Schwung schon mitnimmt. Denn ab hier ungefähr geht es im vierten Gang, dann fünften Gang los, teilweise schon jetzt im sechsten Gang, sehr schneller Rechtsknick. Und jetzt kommt der schnellste Teil der Strecke. Dann geht es hier in die schnelle Linkspassage im fünften Gang mit über 200, sind wir hier unterwegs, geht es in Richtung der letzten Schikane. Da sind auch immer die meisten Action-Szenen am Ende des Rennens. Nochmal zurück im zweiten, rechts, links und dann geht es wieder auf Startziel in den fünften Gang hoch. Flottenrunde hier um den TT-Circuit in Assen. Wir werden gleich natürlich noch weitere Gesprächsgäste hier im IDM Paddock Talk bei uns begrüßen, möchten aber jetzt nochmal kurz den Fokus in den Hintergrund und ins Fahrerlager legen und möchten uns nochmal vor Augen führen, dass der Motorsport ja üblicherweise auch immer ein sehr, sehr wichtiges Betätigungsfeld ist für die Industrie, also für die Zulieferer, die die Teile herstellen, für die Maschinen und natürlich auch die Fahrerausstattung. Und heute möchten wir den Fokus legen auf ein ganz besonderes Kleidungsstück, nämlich den Helm. X-Lite ist offizieller Serienpartner der IDM, der Helmhersteller, und dementsprechend sind die mit einem eigenen Servicemobil an den Rennwochenenden im Fahrerlager vertreten. Und am Freitag haben wir mal die Gelegenheit genutzt, Markus Reiterberger, den Tabellenführer, bei seinem Besuch bei X-Lite, dem Helmservice, zu begleiten und schauen uns jetzt mal an, was er da gemacht hat. Reiti, du warst gerade beim X-Lite Helm Service im Fahrerlager. Was lässt du hier machen an den Rennwochenenden? Ja, also ich lasse eigentlich immer die Helme servicen, reinigen, zwei Abreißvisiere drauf, Trinksysteme überprüfen. Aber die machen alles. Die machen individuelle Helmanpassung, die machen neue Polster rein, wenn es sein muss, und haben wirklich sehr viele Sachen da. Und ich komme eigentlich zwischen jedem Training vorbei und lasse den servicen. Auch nach jedem Rennwochenende gebe ich das ganze Sache mit zu denen zum Service. Und es ist wirklich super, dass da Nolan X-Lite so dahinter ist. Und ich glaube, das sind eine von den wenigen, die das so sauber machen. Da bin ich wirklich froh drum. Und speziell der Trinkhelm hat man in Schleiz, wo es so warm war, doch ganz gut da. Und es ist schön, dass man so einen Luxus hat. Wie viele Helme hast du denn an den Rennwochenenden dabei und wie unterscheiden die sich? Also ich habe im Prinzip drei Helme dabei, einen noch als Ersatz, vier Stück, habe einen Regen, einen Medium und einen dunklen, jeweils mit verschiedenen Visieren. Inwieweit bereitet man die Helme auf möglichen Regen vor und ist Beschlagen eigentlich auch ein Thema bei Regenwetter? Ja, das ist immer schwierig, dass die Helme beschlagen, aber da sind wir wirklich gut ausgerüstet. Wir haben so einen guten Regenabweiser auf die Visiere drauf oder halt Abreißvisiere, kann man im Regen auch fahren, das geht. Und dann gibt es verschiedene Masken, damit man einfach nicht so in das Visier reinatmet, und verschiedene Belüftungen und Ablüftungen gibt es. Also bis jetzt hat alles tadellos funktioniert, die Helme sind vorbereitet und morgen hoffen wir dann trotzdem auf trockenes Wetter, weil da ist immer am schönsten zu fahren. Auch hier im IDM-Fahrerlager sieht man auf sehr vielen Helmen immer noch eine ganz besondere Startnummer, nämlich die 69 in Anlehnung an Nicky Hayden. Das ist immer noch ein sehr besonderes Thema, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich habe Nicky letztes Jahr durfte gegen ihn fahren. Das war schon eine Schau, so wie der gefahren ist, und auch als Mensch und als Typ. Das war schon eine Riesenperson, und ich habe den natürlich auch draufgeklebt da, und das ist mir wichtig. Und ja, schade um ihn, und dass der so einen Unfall gehabt hat, und ich hoffe, dass ihm jetzt gut geht. Schön, dass er im Fahrerlager immer noch so präsent ist. Vielen Dank, Reiti, und alles Gute fürs Wochenende. Ja, merci, servus. Das also einige Hintergründe vom X-Lite Helmservice an den Wochenenden
der IDM. Jetzt kommen wir aber wieder zum aktuellen Tagesgeschehen. Heute also, wie gesagt, die beiden Rennen zur IDM Superbike-Klasse hier in Assen. Und bei uns in unserem Studio sind jetzt zwei Piloten, die heute auf dem Podium gestanden haben. Einmal hier in der Mitte Pepijn Bijsterbosch, Lokalmatador an diesem Wochenende hier in Assen. Zweimal auf Rang 3 gewesen und im Übrigen zum ersten Mal auf dem Podium. Und Florian Alt, der Zweiter wurde in Rennen Nummer 1 und damit zum dritten Mal in diesem Jahr auf dem Podest stand. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Lokalmatador an, der hier Hausrecht hat. Das gehört sich so. Pepijn, erstes Podium für dich an einem Wochenende, das ohnehin sehr, sehr gut verlief, oder? Ja, genau. Wir hatten ein sehr gutes Wochenende. Ab der ersten Training sind wir gleich vorne dabei. Gefühl ist sehr gut. Motorrad passt gleich. Wir haben eigentlich nichts geändert. Nur auf Fahren konzentriert und alles hat gepasst. Einziger Wermutstropfen am Ende des Wochenendes, und da würde ich dich bitten, jetzt die linke Hand mal hochzuhalten, das ist das, was er am Ende vom zweiten Rennen davon getragen hat. Da ging es nicht ganz so gut, oder? Nee, das ging nicht ganz so, wie ich das gerne geplant hat. Ich hatte ein sehr gutes Rennen, war richtig toll, tolle Fight mit Vincent Lombard, und auf einmal war mein Fuß abgerutscht in die Kurve und eine Sekunde später war ich abgeflogen. Ich wusste erst nicht, was passiert war, aber war Öl. Motorrad hat ergens wohl Öl verloren und ja, bin gestürzt über mein eigenes Öl. So, das ist richtig scheiße. Und warum Pepijn dann hinterher trotzdem auf Rang 3 gelegen ist, das werden wir Ihnen natürlich dann gleich in unserer Rennzusammenfassung noch zeigen. Erstes Podium für dich in der IDM in diesem Jahr und auch zum ersten Mal in der ersten Startreihe gewesen mit Platz 3. Wie kommt es, dass es hier an diesem Wochenende so gut funktioniert hat? Ja, ich denke ein bisschen Heimvorteil, das hat sicher geholfen. Und das Wetter hat uns auch in die Karte gespielt. Eigentlich von erster Training war es noch ein bisschen nass, zweite Training war eigentlich normale Bedingungen. Qualifying, erste war wieder nass, zweite war halb trocken. So, das sind alle Bedingungen, dass du auch strekkige Know-how haben musst. Und ja, das habe ich ausgespielt und ich denke, das hat sehr gut funktioniert diese Woche auch. Rennen 1 war in der Verfolgergruppe, in der auch du gefahren bist, wahnsinnig unterhaltsam. Da lagen die Fahrer auf den Plätzen 3 bis 12, teilweise in einem Paket, gerade mal um 2,5 Sekunden getrennt. Wie war das? Ja, ein richtig tolles Fight. Das ist Kämpfe zusammen mit den anderen Fahrern, das macht sehr viel Spaß. Und ich konnte am Ende glücklich wieder nach vorne fahren und ich war sehr froh, dass ich auf Podest gefahren bin, und ja, das war ein super, super Rennen. Florian, du warst ja auch Teil dieser riesigen Gruppe. Bitte, genau, Mikro einmal weitergereicht an dich. Wie war das aus deiner Sicht, diese unglaublichen Kampfhandlungen da in der Verfolgerschaft? Ja, also im ersten Rennen muss ich sagen, war ein super Kampf zwischen Pepijn und Jan Bühn und mir. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Wir haben wirklich auf hohem Niveau gekämpft, auch mit schnellen Rundenzeiten. Und ich war froh, wo ich dann letztendlich die Zielflagge als Zweiter gesehen habe, weil ich wusste, okay, 3-4 Runden mehr und die kommen vielleicht nochmal. Und deswegen war ich sehr zufrieden mit dem ersten Rennen. Wie war dein Wochenende denn im Allgemeinen? Wie zufrieden reist du wieder ab nach Hause? Ja, also wir haben ein sehr schwieriges Wochenende erlebt, weil wir hier mehr oder weniger immer bei Null anfangen, weil wir als Einzige auch Entwicklungsreifen haben von Dunlop. Und dadurch, dass wir nur mehr oder weniger ein Training hatten, was trocken war, war es sehr schwierig für uns ein Setup zu finden. Letztendlich hat das Team aber einen super Job gemacht. Wir waren über eine halbe Sekunde schneller konstant schneller im Rennen als im Qualifying. Von dem her haben die einen sehr guten Job gemacht. Und letztendlich das zweite Rennen war nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber ja, auch Rückschläge gehören manchmal dazu. Reifen, damit hast du ein sehr, sehr interessantes Stichwort gegeben, denn, liebe Zuschauer, Sie sehen auf der Kleidung von beiden das Yamaha-Logo. Einmal hier beim MGM-Lager und dann, wenn die Kamera runterschwingt, zum Pepijn, auch hier, bisschen schwierig zu lesen, aber auch er auf einer Yamaha unterwegs. Pepijn, bei dir sind es Pirelli-Reifen und du, Florian, fährst, wie du gerade gesagt hast, auf Dunlops. Mhm. Wo sind da die Unterschiede? Ja gut, die Unterschiede direkt sozusagen sind sehr schwierig, also das sind einfach komplett verschiedene Reifen, die Entwicklung, wir versuchen natürlich den Dunlop extrem nach vorne zu bringen, die sind seit einem Jahr mehr oder weniger richtig wieder in der Superbike drin, wir haben sehr viele Tests auch in Südfrankreich auf der Teststrecke, wir machen kleine Schritte, aber wir haben halt Erfolge wie jetzt im ersten Rennen und können sagen, okay, wir hatten ein gutes Rennen, aber es kommen halt auch Sachen wie im zweiten Rennen, wo wir einfach sagen müssen, da müssen wir dran arbeiten, und das tun wir auch alle, das ist Sundorp, ist ja sehr engagiert, auch in der EDM da viel zu machen. Von dem her ist das alles auf dem richtigen Weg.
Du bist ja unter anderem auch in der Moto 3 und in der Moto 2 unterwegs gewesen, also in den direkten Nachwuchskategorien zur MotoGP. Wie sieht der Fahrerfaktor und der Technikfaktor im Vergleich hier in der IDM aus? Wie viel kann man machen an den Bikes und wie viel regelt tatsächlich der Fahrer? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass die ersten 10 Motorräder in der IDM schon auf sehr hohem Niveau sind. Auch was Stockreglement betrifft, sind die schon sehr, sehr, sehr stark. Und wenn man auch mal die Zeiten vergleicht auf anderen Rennstrecken, ist das echt auf hohem Niveau. Von dem her, in der Moto 3 und Moto 2 zum Beispiel ist es natürlich so, dass man mehr oder weniger alle die gleichen Motorräder haben. Hier gibt es schon Unterschiede und da kann das Team auch mal vielleicht eine halbe Sekunde mehr machen als das andere. Und ja, es ist natürlich auch interessant für alle Hersteller, weil es ist eine Markenmeisterschaft und es ist auch gut, dass da mal vielleicht der eine Hersteller auf der einen Strecke einen Vorteil hat und der andere auf der anderen. Und dann ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema auch für die Zuschauer immer sehr interessant, das Thema Publikumsnähe. MotoGP da sicherlich deutlich fortschrittlicher als die Königsklasse im Automobilbereich. Trotzdem, was für einen Vergleich kannst du da ziehen zwischen MotoGP und IDM? Ja, da ist also ein Riesenunterschied. Man kann einfach, man kauft sich hier ein Ticket in der IDM, kommt ins Fahrerlager und kann alle treffen. Also es ist eine ganz andere Sache wie in der MotoGP. Da braucht man 10-mal, muss man sich irgendwo einloggen, bis man überhaupt mal eine Box sieht. So ungefähr läuft das da. Von dem her ist es ja publikumsnah, man kann überall hin, man kann alles sehen. Und die Rennstrecken sind nicht weit von Deutschland weg, so wie heute. Da kann man wirklich aus Kölner Gegend innerhalb von 2,5 Stunden da sein. Deswegen ist das, denke ich, eine super Sache. Also ich glaube, liebe Zuschauer, das war gerade vom Florian Alt eine inoffizielle Einladung zum Grillen vorbeizukommen bei den noch ausstehenden Rennen in diesem Jahr. Ich würde zum Abschluss gerne noch eine Frage an den Pepijn loswerden. Du bist als Gesamtneunter in der Meisterschaft angereist zu diesem Wochenende. Jetzt dann, wie gesagt, mit den deutlich besten Ergebnissen bisher. Was rechnest du dir jetzt für den Rest der Saison noch aus? Ja, wie am Anfang der Saison habe ich gesagt, ich würde gerne die ganze Zeit in die Top 5 fahren können und vor die Top und vor das Podest im Fight vor das Podest. Jetzt war auch die Gruppe, wir sind in die große Gruppe, die allen vor das Podest kämpfen. Und wenn wir da in mitkämpfen können, und das Beste ist immer vorne stehen, aber die Nase vorne haben, aber wenn wir mitkämpfen können, dann bin ich fast eigentlich schon zufrieden. Und dann sollen wir gutes Wochenende haben und uns andere Wochenende sollte vielleicht etwas weiter in die Gruppe sein, aber wenn ich in die Gruppe mitkämpfen kann, dann bin ich eigentlich gut zufrieden. Klasse. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Florian Alt und Pepijn Beisterbosch heute in den IDM Superbike-Rennen hier in Assen auf dem Podium gewesen und heute Abend bei uns im IDM Paddock Talk. Danke euch. Gute Heimreise. Du hast es ja nicht so weit. Und dann einen erfolgreichen weiteren Saisonverlauf. Danke euch. Danke. So, dann deponieren wir das Mikro noch hier, dass nichts drankommt. Danke an euch, schönen Abend euch noch. Und liebe Zuschauer, wir haben es Ihnen natürlich jetzt oft genug angekündigt und versprochen. Und jetzt wollen wir uns natürlich dann auch mit den Rennen zur IDM Superbike, die sich hier heute in Assen abgespielt haben, befassen. Wie gesagt, wie üblich, 2 Läufe an den Rennwochenenden, beide am heutigen Sonntag ausgetragen. Und jetzt gucken wir uns zuerst mal an, was in Rennen 1 passiert ist. Tolles Wetter im Gegensatz zu gestern. Das Rennen heute Mittag um 12.45 Uhr unter strahlendem Sonnenschein machen sich über 30 Piloten bereit für die Hatz um die 15 Runden. Er natürlich motiviert. Lokalmatador Danny de Boer und Pepijn Beisterbosch, der gerade bei uns zu Gast war, auf Rang 3. Fraser Rogers, toller Gaststarter, auf Rang 5 in der Startaufstellung. Das war gerade noch der Blick auf Florian Alt, auch der gerade bei uns im Studio gewesen. Luca Grünwald, gestern einer der Gesprächsgäste im Paddock Talk. Dann haben wir hier Jan Bühn, den Gesamtdritten, der sich weit nach vorne kämpfen muss. Von Startplatz Nummer 10 gilt auch für Bastian Mackels von der 16. Lucy Glöckner mit Startrang 14, die schnelle Dame. Aber er hier wieder einmal auf der Pole Position. Markus Reiterberger mit einer souveränen Bestzeit im Qualifying. Dann der Start bei Markus Reiterberger, geht alles glatt. Kann sich sofort, Sie sehen es hier auch im Bild, absetzen von Danny de Boer mit dem leuchtend roten Helm, der sich vor der ersten Kurve allerdings hinten einreihen muss. Die beiden BMW-Piloten vorne an der Spitze aus dem Fanson-Team suchen sofort ihr Heil in der Flucht. Und dann kommt, wie Sie hier sehen, die große Meute der rund 30 Nachzügler, die sich sofort auf den ersten Metern abschütteln lassen müssen. Allerdings dahinter, wie schon angesprochen, von Anfang an tolle Kämpfe austragen. Reiterberger und de Boer, die beiden Teamkollegen vorne,
weg und dann kommt erstmal lange, lange nichts. Drama für den Lokalhelden, für Danny de Boer. Die Kette springt ab an seiner BMW und er kommt antriebslos langsam reingerollt in die Box, muss aufgeben und die Maschine abstellen und macht damit den Weg frei zur Soloflucht von Markus Reiterberger. Hier sehen Sie schön hinten das leere Zahnrad ohne die Kette, also vorzeitige Aufgabe von einem enttäuschten, sichtlich enttäuschten Danny de Boer. Weiterhin natürlich die regen und interessanten Blicke an der Box. Pippin Beisterbosch weiterhin auf dem Weg zum Podium. Bange Blicke auch in der Kawasaki-Mannschaft von Lucy Glöckner. Das Bangen hilft hier leider nichts, die ist gestürzt im ersten Rennen. Reiterberger also vorne weg und dann diese gigantische Kampfgruppe von bis zu 10 Maschinen innerhalb von nur 2,5 Sekunden. Markus Reiterberger bekommt davon überhaupt nichts mit. Dahinter wird gekämpft. Florian Alt, Bühn mit drin, Mackels, der nach vorne fährt von seinem 16. Startplatz zur Freude der Zuschauer. Auch Beisterbosch fällt zwischenzeitlich ein bisschen zurück, kämpft sich dann allerdings wieder nach vorne und wird eben am Ende hinter Florian Alt dann auf der 3 im Ziel einlaufen. Auch Iannuzzu, der Überraschungsmann aus dem Zeittraining, der ja bis auf Rang 4 in der Startaufstellung nach vorne gefahren ist, kämpft damit, muss sich dann allerdings irgendwann am Rande der Top 10 einfinden. Auch er allerdings von diesem bisher besten Startplatz seiner Laufbahn mit tollem Ergebnis. Hier Pepan Beisterbosch zu sehen auf der Maschine der Yamaha mit der 55, der sich also wieder aufs Podium zurückkämpft, aber an Markus Reiterberger kommt keiner ran. Souveräner Sieg, auch im ersten Lauf in Assen. Dann eben Rang 2 für Florian Alt und Pepijn Beisterbosch aus erfreulicher Sicht im Sinne des niederländischen Publikums. Er also als Lokalmatador auf dem Podium. Und die wird wie gewohnt bei der IDM nicht auf dem normalen Siegerpodest abgehalten, sondern auf einer tollen Bühne im Fahrerlager, sodass die Zuschauer also noch näher an ihre Helden und an die Maschinen herankommen. Und das hier ist dann das Ergebnis nach 15 Runden in Rennen Nummer 1. Markus Reiterberger also mit dem erneuten Sieg, dann Florian Alt und Pippin Beisterbosch, die Gesprächsgäste von gerade, auf den Plätzen 2 und 3. Das Ganze fast eine halbe Minute hinter dem Dominator Markus Reiterberger. Jan Bühn und Luca Grünwald toll nach vorne gefahren auf die Plätze 4 und 5. Bastian Mackels 10 Plätze gut gemacht von Startplatz 16. Dann anschließend Stefan Kerschbaumer auf der 7. Jan Halbig wird 8er. Dominik Schmitter 9. Und Dominik Wesow, der in der Meisterschaft auf Rang 4 liegt, nur in Anführungszeichen auf der 10 vor Vincent Lombois, der sollte dann allerdings nachher im zweiten Rennen noch eine gehörige Rolle spielen. Dann sehen Sie auf der 15 noch Marco Nekvasil, der war ja gerade im Interview bei uns, der neue Pilot aus dem Lager von Benny Wilders. Die Positionen laufen weiter runter, Sie können sich gerne Ihren Lieblingspiloten heraussuchen. Vittorio Iannuzzu am Ende noch ausgefallen, genauso wie unter anderem eben auch Danny de Boer und Fraser Rogers, der mit hohen Erwartungen gestartete Gastpilot mit der Startnummer 90, der also von Rang 5 aus kam, heftig gestürzt ist im ersten Rennen und dann leider im zweiten Lauf nicht mehr mitfahren konnte. Aber wie gesagt, in Sachen Meisterschaft hatte das keine große Auswirkung, da er ohnehin nur als Gastpilot mit dabei war. Gleiche Ausgangslage natürlich aufgrund des Quali-Modus in der IDM für Rennen Nummer 2. Also in der ersten Startreihe erneut Markus Reiterberger vor Danny de Boer, der natürlich auf Wiedergutmachung aus war. Und daneben der motivierte Lokalheld Nummer 2, nämlich Pippin Beisterbosch. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das ausgegangen ist im zweiten Rennen. Das war heute Nachmittag um 15.45 Uhr. Weiterhin nur ein paar Wolken am ansonsten blauen Himmel. Die Temperaturen weiterhin sehr, sehr angenehm, vor allem in der Sonne. Konzentration bei Pippin Beisterbosch. Markus Reiterberger dagegen auf Pole Position sehr, sehr gelassen. Freut sich auf die zweiten 15 Runden des Wochenendes. Genau wie Luca Grünwald. Dann der Start, der geht erstmal nicht nach Plan.
für Markus Reiterberger. Denn hier sehen wir aus der Onboard, dass Danny de Boer besser weggekommen ist und beim Sprint in Richtung der ersten Kurve erst einmal an Markus Reiterberger vorbeigeht. Dann dahinter das gewohnte Bild, die Verfolger müssen sich erstmal einreihen. Vorneweg fährt Danny de Boer, der dann allerdings Markus Reiterberger noch in der ersten Runde wieder ziehen lassen muss. Und dann beginnt das gewohnte Bild. Reiterberger vorneweg fährt aus der Schlagdistanz der Konkurrenz heraus. De Boer kann zunächst erstmal dranbleiben, aber keine Attacke setzen. Dann auf den Plätzen 3 und 4. Hier zu sehen ein toller Kampf zwischen Pepijn Bijsterbosch, der seinen Startplatz verteidigen möchte, gegen Vincent Lombroy auf der Maschine, die hinter der Yamaha mit der 55 unterwegs war. Das ganze Rennen über ein sehr, sehr enger Kampf zwischen den beiden, die sich hier um den letzten Platz auf dem Podium gestritten haben. Dahinter war die Verfolgergruppe nicht ganz so eng gedrängt wie noch in Rennlauf Nummer 1, aber trotzdem unter anderem ja auch mit Jan Bühn und Dominik Weso, die zwei Meisterschaftsanwärter in dieser Gruppe mit drin. Und die haben natürlich auch für die entsprechende Unterhaltung gesorgt. Dann wieder Lombroy näher rangekommen an Bijsterbosch, bei dem wir hier auf der Maschine mitfahren. Er hat uns vorhin schon geschildert, was passiert ist. Flüssigkeitsverlust, er rutscht aus und hier sehen Sie schon, die Maschine fängt Feuer. Ein spektakulärer Sturz, er springt auf, ärgert sich, aber muss dann auch relativ schnell merken. Hier schaut er schon auf die linke Hand, dass er sich bei diesem Sturz etwas getan hat. Wird dann ins Medical Center gebracht und hat da eben diesen Verband verpasst bekommen, den er Ihnen gerade hier gezeigt hat. Rote Flagge kommt raus, Rennen wird abgebrochen. Bei einem Rennabbruch geht die Wertung wie gewohnt um eine Runde zurück. Und deswegen hat Pepijn Bijsterbosch nochmal Glück im Unglück und fährt auf Rang Nummer 3. Danny de Boer betreibt wieder Gutmachung für den Ausfall in Rennlauf Nummer 1 und steht beim Heimspiel auf Platz 2. Aber an den Dominator kommt auch in Rennlauf Nummer 2 keiner ran. Markus Reiterberger behält eine weitgehend weiße Weste. Nur das Auftaktrennen auf dem Nürburgring im Regen, das hat der Bayer verloren. Alles andere bisher hat in seine Karten gespielt und dementsprechend bleibt er weiterhin der große Dominator. Schauen Sie mal im Ergebnis auf den Abstand. 10 Sekunden hat er Danny de Boer im Laufe der 15 Runden abgenommen. Bijsterbosch und Lombroy also ohne Veränderungen auf den Plätzen 3 und 4. Jan Bühn wieder einmal mit einer guten Aufholjagd nach vorne auf der 5. Position. Ganz tolle Sache auch Lucy Glöckner, die sich richtig gut nach vorne gefahren hat. Von ihrer 14. Startposition toll gekämpft und bis auf Rang 7 nach vorne gekommen. Vittorio Iannuzzi wieder von Startplatz 4, diesmal auch zurückgefallen, aber angekommen auf Rang 10. Noch vor einem der Frontrunner im Titelkampf, nämlich Dominik Weso auf der 11. Florian Alt, der gerade im Interview war, wird am Ende 12. Dann der erneute Blick natürlich auf Marco Nikwasil aus gegebenem Anlass. Er war ja einer der Gesprächsgäste vorhin. Er zu sehen auf der insgesamt 17. Position. Dann geht der Blick weiter runter im Klassement. Auch in diesem zweiten Rennen, wie gewohnt, natürlich einige Ausfälle in Anbetracht der harten Kämpfe. Das hier sind die 26, die es ins Ziel geschafft haben. Und das Ergebnis wird dann noch weiter runterlaufen. Nee, wird es nicht mehr. Okay, alles klar. Aber gibt es natürlich auch auf den entsprechenden IDM-Seiten noch nachzulesen, wenn Sie das komplette Ergebnis nochmal in Ruhe betrachten möchten. Und wo wir schon bei dem weiteren Vorgehen sind für die nächsten Tage und Wochen, dann lege ich Ihnen zum Abschluss von unserem heutigen IDM Paddock Talk natürlich gerne noch die IDM Web TV Reportage ans Herz. Die steht ab Dienstag um 18 Uhr auf unserem IDM YouTube Channel. Dann gibt es also nochmal eine ausführliche Zusammenfassung und alle Hintergründe zu den IDM Superbike Rennen hier aus Assen. Und wenn Sie auch von den nächsten Veranstaltungen nichts verpassen möchten, dann am besten den YouTube-Channel direkt abonnieren. Dann klingelt der Wecker, wenn bei uns etwas gesendet wird. Die IDM Superbikes, die werden am kommenden Wochenende auf dem Lausitzring starten, im Rahmen der großen Superbike-Weltmeisterschaft. Da wird es leider keinen Paddock-Talk geben, aufgrund von TV-rechtlichen Gründen. Aber beim nächsten IDM-Lauf in Oschersleben sind wir, vor allem der Kollege Eddie Mielke, dann natürlich wieder zurück. Das wird am Samstag, dem 2. September sein. Dann gibt es also die nächste Ausgabe vom IDM Paddock-Talk. Und wie gewohnt also am Dienstagabend ab 18 Uhr nochmal alle Highlights hier aus
Assen. Von uns aus dem Studio war es das. Schönen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind an diesem Wochenende. Wir hoffen, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt und dass Sie jetzt noch einen schönen Sonntagabend genießen können. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.